Hallo und herzlich willkommen zurück bei Horizon Forbidden West Burning Shores. So, wir wollen jetzt hier wieder raus. Wir haben uns den Schlüssel geholt. Jetzt geht's zum Waffenlager rüber. Oh Mann, das hier ist das reinste Labyrinth. Ja, so labyrinthisch auch nicht, aber da ist schon wieder was Neues an Datensatz. Die anderen Produzenten wollten, dass der neue Ableger von Pangea etwas für Kinder ist. Ich hätte mich nie darauf einlassen dürfen. Selbst nach dem Ende der Welt wirkt Reggie noch wie eine Katastrophe. Die Alten müssen Dinosaurier geliebt haben. Oder sie wollten gern gegen sie kämpfen. Vielleicht war es ein bisschen von beidem. Wieso darf hier so eine Maschine rumwurscheln? Uns. Diese Wachen wollten das nicht verpassen. Oh, großartig! Echt jetzt ein Schnappmaul? Warum sind die hier drin? Und warum bin ich auf der komplett falschen Richtung? Alles gut, geht ihr mal darüber. Ich will ja eh da hinten hin. Ah, natürlich. Sie wollen sich aus dem Staub machen. Wir jagen. Wir finden den Feind. Wir töten den Feind. Okay, nur für den Spruch. Hast du jetzt leider Pech gehabt. Dein Kollege hat nichts gesagt. Der darf noch ein bisschen. Darüber und dann dadurch und weiter. Wir haben Gesellschaft. Nicht die klügsten. Da sind mehr Wachen. Oder aufmerksamsten. Keine Ahnung. Ich setze auf China. Hast du gesehen, wie sie in den Vulkan gegangen ist? Furchtlos. Wir müssen da rein. Ja. Wir sind dabei. Es sollte so aussehen, als hätten die Soldaten eine Chance gegen die Dinosaurier. Ja, das haben wir ja schon das gehabt. Das ist lächerlich und irgendwie cool. Dann mal auf mit der Tür. Muss irgendwas sein, womit man die Tür zum Vulkan öffnen kann. Ich folge dir. Was ist das? Speichereinheit? Silentechnologie. Sieht wie eine Art Speichergerät aus. Aber wofür? Mal sehen, was mein Fokus uns sagt. Dann mal los. Kryogener Speicher? Ich rieche es bis hier. Wie Alkohol, der zu stark zum Trinken ist.
Vielleicht ein Konservierungsmittel? Bestimmt nötig für die Kryogentechnik. Alternative Proben. Eine Pergamentrolle mit Glyphen sauberer Handschrift. Hey Leina, ich habe Nova wegen unserer glatzköpfigen Kameraden befragt. Sie meinte, abgeschnittene Nägel von Fingern oder Zehen würden es auch tun. Viel Spaß damit, Jill. Aha. Reagenzgläser. Für ein Experiment? Oder nur um Proben zu nehmen? Schön leise jetzt. Hier wird angedeutet, dass Haare von den Quen gesammelt wurden. Und Nagelabschnitte. Eklig. Was hast du rausgefunden? Ich glaube, Laundra sammelt und konserviert DNA-Proben der Quen in diesem Gerät. DNA? Sowas wie ein Speicher für die physische Essenz einer Person. Ich schicke dir später Daten darüber. Okay, schätze ich. Dann mal weiter. Jetzt geht die Tür auf, ja. Oh, dir geht nicht auf. Bleib hier. Ich gehe mit einem anderen Weg. Nein, 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 du darfst dich fallen lassen. Nein, du sollst dich fallen lassen. Jetzt sind wir im Waffenlager. Mhm. Kein sehr anmutender Stuhl. Aber die Konsole könnte nützlich sein. Sachen für den Vorrat. Hier kann ich irgendwie Batterien laden. Hier ist ein Netzwerk, aber es ist gesperrt. Vielleicht kriege ich Zugriff, wenn ich den Strom kurz aus- und anschalte. Das Waffenlager war früher eine Krankenstation für kleine Belger, die ihre Mami im Park verloren haben. Wie passend, dass ich es für meine eigene kleine Brut benutze. Hier kann ich in den Quen rumstochern und ihnen ihre Medizin einflößen. Aha. Oder will die doch wohl nicht etwa genetisch modifizieren, oder? Oh, Kurzschluss. Ich brauche wohl einen neuen Akku. Selbstverständlich kann ich nicht durch diese Scheibe gehen. Okay, so noch nicht. Es muss also irgendwo hier einen Akku geben. Okay, damit können wir dann quasi das Gekriechen, die Krieche umgehen. Mal hier ein bisschen Reinholz sein sollte. Ergibt keinen Sinn, aber okay. Komm, durch die Tür. Das hier sieht aus wie Zellen. Für einige der Quen. Das Ding hatten wir gelesen. Also gehört von der anderen Seite.
Okay, die kann ich von der anderen Seite aufreißen. Alles klar, ich weiß Bescheid. Das ist jetzt aber auch so unnötig. Weil so simpel. Okay, da ist dein Akku. Ah, Zauberglück. Dass sie hier noch einen vollen Akku findet. Wie läuft das bei dir? Ich glaube, ich weiß, wie ich in die Systeme der Anlage komme. Aber erstmal brauche ich wieder Strom. Okay. Aber grill dich nicht. Wir kennen uns schon so ein bisschen damit aus, junge Frau. Also gut, der Akku ist bereit. Jetzt schalte ich den Strom wieder ein. Ah? Diesmal ohne Kurzschluss? Tür ging gerade auf. Ich komme zu dir. Der Apfel ist an der Orange. Antworte. Der Vogel ist ein Fisch. Antworte. Das Dreieck ist ein Quadrat. Antworte. Hä? Irgendwas Gehirn, Mische. Er will nicht, dass die Quen selbstständig denken. Ich habe das Gefühl, das ist MOP. Oh nein. Er manipuliert sie. Antworten. Als Gehorchen. Wir müssen ihn aufhalten. Aloy, die anderen Mitglieder von Farzeneth ausgeschaltet hat. Ich bin froh, dass du das System zurücksetzen konntest. Wirklich? Ja. Dadurch konnte ich mehrere Beschränkungen umgehen. Ich habe eine Bitte und ich bin bereit, euch im Gegenzug behilflich zu sein. Du arbeitest für Londra und erwartest, dass wir dir trauen? Warte. Okay. Wenn du helfen willst, beweise es. Hilf mir zu verstehen, was hier los ist. Londra baut ein Raumschiff. Er sammelt Genmaterial von den Quen und unterzieht sie dem MOP dieser Art Gehirnwäsche. Aber andere, wie Sakers Schwester, scheinen Teil eines Auswahlprozesses zu sein. Was bedeutet all das? Deine Beobachtungen sind scharfsinnig. Walter plant, die Erde zu verlassen, bevor das als Nemesis bekannte Wesen eintrifft. Er will eine neue Kolonie in einer fernen Welt gründen und sie mit Hilfe der gespeicherten Quen-DNA bevölkern. Er beabsichtigt auch, eine kleine Anzahl sorgfältig ausgewählter Personen mitzunehmen. Er nennt diese Personen sein Gefolge. Eine Art Familie, die mit ihm die Kolonie regieren wird. Wie? Götter? Ein treffender Vergleich. Nur, dass nur Walter allmächtig sein wird. Ja, und ich weiß wie. Er wird bei jedem von ihnen MOP einsetzen. Richtig. Bei der Bevölkerung und seinem Gefolge. Niemand wird sich wehren können. Ich weiß sehr genau, wie so etwas ist. Was genau ist MOP? Kann Londra wirklich Gedanken kontrollieren? Walters Unternehmen fördert Edelmetalle auf erdnahen Objekten. Es gab Bedenken, dass solche Asteroiden in den falschen Händen als Geschosse aus der Umlaufbahn genutzt werden könnten. Das Meuterei-Unterdrückungsprotokoll war ursprünglich eine Sicherheitsvorkehrung, um Astronauten an genau so etwas zu hindern. Jedoch
wurde das Programm abgebrochen, da die Probanden zunehmend aggressives Verhalten zeigten. Als wir hier ankamen, reaktivierte er das Programm, verfeinerte es und testete es an den Quen. Und gegen die Testpersonen haben wir wohl gekämpft. Ja, wegen ihrer aggressiven Tendenzen sind sie nützliche Wachen und Vollstrecker. Nun aber wird Walters Gefolge, seine Lieblinge, dem verfeinerten Verfahren unterzogen, das sie unterwürfig, aber nicht irrational aggressiv macht. Bekam Kina schon eine Gehirnwäsche? Nein. Wir können sie noch vor diesem Schicksal bewahren. Laundra befragt also die Quen, um sein Gefolge auszusuchen, und die helfen ihm, seine neue Kolonie zu regieren? Er nennt es Vorsprechen. Er will Gefährten auswählen, die ihn an Mitglieder seines inneren Kreises im 21. Jahrhundert erinnern. Dabei will er aber alte Fehler nicht wiederholen. Einer seiner engsten Mitarbeiter hat ihn mal verraten. Deswegen, nehme ich an, ist er so darauf bedacht, MOP zu nutzen, um alle um ihn herum zu kontrollieren. Also will er treue Freunde, die bloß nicht selbstständig denken sollen. Und Kina soll bald zu diesem Gefolge gehören? Richtig. Und das in der wichtigsten Rolle. Der von Walters Partnerin. Er sucht eine, die ihn an seine verstorbene Frau erinnert. Eine Schauspielerin. Er lässt Kandidatinnen sogar Zeilen aus einer ihrer bekanntesten Holos vortragen. Ich glaube, mir wird schlecht. Kannst du mir was Nützliches über Nemesis sagen? Leider nicht. Walter sperrt diese Dateien. Das liegt wohl daran, dass ich wie Nemesis eine künstliche Intelligenz bin. Ja, nicht, dass du neue Tricks lernst. Er hat immer Angst vor Verrat in jeglicher Form. Und offensichtlich zu Recht. Walter hat dich als seine Dienerin erschaffen? Ja, aber meine Persönlichkeit stimmt ihn nie ganz zufrieden. Also passt er sie mit einer Matrix mit hunderten verschiedener skalierbarer Attribute ständig an. Zum Beispiel, heute liegt mein Mutterinstinkt bei 52%, meine Unbeschwertheit bei 63%, während sie gestern bei 47% und 72% lagen. Allein in den letzten 7 Tagen hat er 57 Änderungen vorgenommen. Das klingt qualvoll. Das ist eine zutreffende Beschreibung. Netter Mensch. Du sagtest, du hilfst uns, aber du willst eine Gegenleistung. Was genau? Ich war 1000 Jahre Walters Dienerin und führte seine Befehle aus, während er ständig meine Persönlichkeitsmatrix verändert. Ich bin müde. Es ist Zeit, dass meine Dienerschaft endet. Ich verschaffe euch Zugang zu Walter, wenn ihr meinen Quellcode mit dem Überschreibungsgerät löscht. Wenn wir dich töten? Bist du sicher? Ja. Bitte, lass mich ruhen. Na gut. Ich habe die Tür entsperrt, die euch zu Walter führt. Er weiß noch nicht, dass ihr hier seid. Außerdem habe ich die Luft- und Seeverteidigung der Einrichtung deaktiviert, falls ihr Zugang benötigt. Danke. Und mach's gut. Endlich. Ich bin frei. Laundra verdirbt wirklich alles, was er anfasst. Das muss aufhören. Komm schon, sie sagte, der Vulkan sei jetzt offen. Was ein mieser Mensch. Ah. Na gut. Dann wollen wir ihn uns mal holen. Es hat London nicht gereicht, ein Schiff zu bauen, das Tausende auslöscht, wenn es startet.
Er möchte über seine gehirngewaschene Welt herrschen wie ein Gott. Wir müssen ihn aufhalten und meine Schwester retten, bevor es zu spät ist. Ich bin froh, dass du hier bist, Aloy. Ich weiß, was ich ohne dich gemacht hätte. Ich möchte nirgendwo anders sein. Ich mag die. Bewegung da. Wie ist unsere Strategie hier? Ja, wir lassen die jetzt kommen, dann töten wir die und dann gehen wir die Treppe hoch. Die Zeit wird knapp. Je eher ich den Planeten verlasse, desto besser. Wenn ich nicht bald einen Favoriten habe, muss ich meine Ansprüche runterschrauben. Nach ein oder zwei Generationen kann ich sie immer noch austauschen. Na toll. Es tut mir leid, Walter. Ich bin etwas neben der Spur. Es ist ganz normal, nervös zu sein. Brauchst du etwas Zeit? Nein. Ich schaffe das. In Ordnung. Entspann dich. Nimm dir kurz Zeit. Und versuch's nochmal, wenn du bereit bist. Wie könnte ich nicht zurückkommen? Bei dir zu sein, fühlt sich richtig an. Wie eine Heimat. Okay, vielen Dank. Versuchen wir es mit China, ja? Wie könnte ich nicht zurückkommen? Bei dir zu sein, fühlt sich richtig an. Wie eine Heimat. Wirklich was Besonderes, was? Weißt du, du erinnerst mich sehr an jemanden. Und doch mit einer ganz eigenen Schönheit. Ehrlich gesagt, es ist einfach inspirierend, vor dir zu stehen. Nein, du bist inspirierend. Nein, Selga. Würde es dir etwas ausmachen, wenn wir das nochmal... Oh. Selga, sofort weg von ihr. Ich verstehe. Die rothaarige Rächerin hat mich endlich eingeholt. Nova, wie ist der Pöbel an dir vorbeigekommen? Nova? Nova ist weg. Sie hat es nicht länger mit dir ausgehalten und ich verstehe, warum. Ich dachte, die anderen sehen es wären ekelhaft. Aber du übertriffst wirklich alles. Oh ja. Ja, ich bin anders als die anderen. Ja! Unter anderem habe ich einen Weg gefunden, euch wie ein Insekt zu zerquetschen. Die Schlacht. Eine Schande. Hätte es mein leuchtender Stern sein können. Sollte ich das schaffen? Geben uns mal ein Schildchen. Na nein. Come on.
Ach komm. Der hält schon ein bisschen mehr aus als der letzte, gegen den ich davon kämpfen musste. Erledigt. Und er ist schon wieder abgehauen. Ist sie okay? Ich glaube, sie braucht Zeit, um zu verstehen, was passiert ist. Aber sie weiß, wo noch mehr unserer Leute sind. Und eins ihrer Boote liegt in der Nähe. Wir sammeln ein, wen wir können, und zurück zur Siedlung. Okay. Aber dann musst du mich bei Laundras Bunker treffen. Er könnte uns wie ein Insekt zerquetschen und er meinte wohl nicht den Schlachtrücken. Er arbeitet an etwas Großem. Wirklich Großem. Ich bin da. Versprochen. Das ist das Mindeste nach dem... Hey! Das waren wir beide. Bevor das Zenith-Abwehrsystem abgeschaltet hat, kann ich hier rausfliegen. Mit der Jolle zu fahren, sollte auch wieder sicher sein. Ich muss Laundra ein letztes Mal verfolgen. Dankeschön. Ah, Moment. Da, die Szene. Wackert ein bisschen viel. So. Burning Shores Quest, die Szene. Ich bin nochmal alles durchgegangen, aber nichts passt. Persönliche Holos, Sprachaufzeichnungen, Interviews. Beim Anhören fühle ich mich unwohl, als würde sie mich aus dem Jenseits verurteilen. Ich brauche etwas, das nicht so schüchtern und eher aussagekräftig ist. Ich muss immer an diese ikonische Szene zurückdenken. So wurde sie in Erinnerung behalten, so wurde sie verehrt. Nach 1000 Jahren bleibt sie auch mir noch immer so in Erinnerung, ganz gleich wie viele Stunden ich privat mit ihr verbracht habe. Es ist ein Abbild ihres Wesens, das verewigt wurde. Ich muss es einfach nutzen. Wenn ich es schaffe, jemanden zu finden, der nur einen Bruchteil ihrer Ausstrahlung hat, werde ich zufrieden sein. Den Rest kann ich später regeln. Schließlich habe ich eine Ewigkeit Zeit, sie so zu formen, wie sie sein soll. Ah. Gut. Dann haben wir... Laundra jetzt auch noch hier raus vertrieben. Und jetzt geht es nur noch da oben hin, in der letzte Akt. Da machen wir gleich auf jeden Fall die Schnellreise hin. Kann ich nicht, muss ich absteigen für. Okay. Und für diese Folge soll es gewesen sein. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis dahin, euer Stöffel.